Und hiermit herzlich willkommen zurück zu Captain Toad Treasure Tracker mit Level 9 Kronenhatz im Ziergarten. Und das sieht so aus, als kommen jetzt Level, die wir schon mal hatten, nur halt eben anders. Und eigentlich nur so rüber. Warte, da ist was. Eins. So. Ja, ich habe an jemanden verpasst. Ne? Toll. Na gut. Wo haben wir da? Das war der Diamant jetzt war. Wie soll man das bis schon in so einer kurzen Zeit schaffen? Eigentlich gar nicht möglich. Okay, jetzt habe ich's. Ich halte nur viermal. Okay. Kriegen wir hin. Eins. Zwei. Drei. Und vier. Das war easy peasy. So, Level 10 Geisterjagd im Dorf der Schallgeist. Ach, so ein Level wieder. Okay, das mag ich ja.
erste Licht ist an. Erster Diamant. Lady, kommt ihr mal. Oh. Komm bitte so. So, wunderschön. Dieses Licht. Das nichts. Mensch. Yes, sorry about it. Yeah, Leute. Kann ich alles neu machen, ne? Oh Mann. Was hasse ich? Thank you.
Na, dann bist du einfach mal hier stehen, ne? Du siehst etwas besser aus. Wo kommst du? Mag die Kirsche nicht. Und auch das letzte Lichtlein, und das ist schön. Nesser. Umkämpfte Ausklappfade. Okay, dann. Let's go. Ein Gefühl, dass es so nicht mehr kein Damage-Level ist. Ich werd nicht mehr. Ich war doch gar nicht da drunter. Schnell.
Oh. Smell. Hauptsache, ich habe schon mal alle drei Diamanten. Das ist die Hauptsache. Und mit einem Bonuslevel. So, jetzt nochmal ohne Schaden. Rip. Sowas hasse ich. Ich hasse so einen kleinen Schaden, der vergibt uns. Aber dann ist am Ende so gut. Oder ist doch klar. Halleluja, das war schwer. Mit der Konzentration. Oh, ja. Wir haben es geschafft. Und dann geht es in der nächsten Folge weiter mit Kronenhans an den Wildfesthütten. Bis dahin. Tüdelü.